schlagen. Was ist passiert? Der Kanzler berichtet von einer Verschwörung der Jedi. Um den Senat. Solche coolen Effekte sind nur möglich dank Elgato. Ab sofort können wir in einer nie dagewesenen Einfachheit streamen und gut ausgeleuchtete Aufnahmen von uns anfertigen. Heute sei das Hauptaugenmerk auf die Greenscreens gelegt. An diese stellen sich beim Streaming und im Aufnahmealltag einige Herausforderungen, die allesamt erfüllt werden. Und darüber hinaus noch mehr. Der extrem kompakte Mechanismus im Aufbau spart Zeit und vor allem Nerven, wenn es darum geht, gute Resultate zu erzielen. Denn ein Greenscreen muss immer möglichst gleichfarbig und vor allem ohne Falten und Schattenwürfe sein. Bei diesem Greenscreen ist das Faltenproblem non-existent und damit nicht vorhanden. Für weitere Infos schaut gerne bei Elgato vorbei. Vielen Dank an Elgato für die Unterstützung. Die Macht ist stark in euch. Hello there. Die 5 traurigsten Star Wars The Clone Wars Momente kamen so gut bei euch an, dass wir uns dazu entschlossen haben, auch auf Basis eurer Kommentare ein paar Momente nachzuholen und mit euch einmal eure liebsten Augenblicke zu rekapitulieren, welche weiteren herzzerreißenden Momente es noch gibt. Denn es scheint so, als hätten wir ein paar Momente vergessen. Gerade in der Vorbereitung auf die Serie Star Wars The Bad Batch wird es hoffentlich einige Dinge geben, die uns an die ursprüngliche Serie The Clone Wars erinnern lassen. Fangen wir direkt an. Nummer 5. Der Tod eines Klons, den wir anfänglich gar nicht richtig kannten, uns aber dann durch Staffel 3 mehr und mehr vorgestellt wurde. Heavy heißt der gute Soldat. Dieser opferte sich auf, um einen wichtigen strategischen Punkt der Republik zu schützen. Dabei handelte es sich um den Rishi-Mond, einen wichtigen Außenposten der Republik, besetzt durch ein paar Klone, die dem Zwecke dienen, das Entwarnungssignal zu senden. Erlischt dieses, so wird die Republik samt militärischer Verstärkung informiert. Durch eine routinemäßige Untersuchung der Offiziere Commander Cody und Captain Rex werden Irregularitäten in Form eines Angriffs von Kommandodroiden festgestellt. Für Rex scheint das einer der herzzerreißendsten Missionen überhaupt zu sein. Denn im Trailer zur 7. Staffel beginnt er seine letzten Worte mit dem aufopferungsvollen Klonnamen, gleich neben Echo und Fives. Und das, obwohl sich die beiden eigentlich gar nicht richtig kannten. Es scheint sich dabei also um einen sehr erinnerungswürdigen Einsatz zu handeln. Wir können Rex definitiv verstehen. Nummer 4. Staffel 3 Folge 1 zeigt uns die schwierige Ausbildung der Klonsoldaten und insbesondere der des Domino Squads. Echo, Fives und Heavy als die wichtigsten Mitglieder mit Droid Bait und Cut-Up. Vor allem die Geschichte von Fives und Heavy trägt fundamental zu der Entwicklung von Clone Wars bei. Ein Soldat, der die Klone zu denen gemacht hat, die sie in den künftigen Staffeln sind und waren, ist Kloneinheit 99. Der deformierte Klon ist für viele Gleichgesinnte besonders wichtig. Der mitunter Älteste hatte nie die Chance, ein Soldat zu werden und wurde ausgemustert, weil er anders war. So ist auch der Tod des buckeligen Kriegers während eines separatistischen Angriffes auf Kamino für viele ein extremer Verlust. 99 hatte sich doch als wahrhafter Soldat bewiesen und ist für die Republik und seine Brüder gestorben. Nummer 3. Die Zitadelle. Das Horrorgefängnis der Separatisten. Es ist darauf spezialisiert, Jedi zu verhören und stellt sich damit als einer der grausamsten Welten in der Galaxis dar. In Staffel 3, Folge 18 ist es die Aufgabe der Jedi Anakin Skywalker und Obi-Wan Kenobi, ihren Freund Evan Peele aus dem Gefängnis zu befreien. Gemeinsam infiltrieren sie die militärische Basis, unter anderem mit den ARC-Soldaten Echo und Fives. Doch es sollte die letzte Mission werden, auf die sich die beiden Brüder und besten Freunde begeben. Durch eine Explosion findet Echo seinen Tod und die beiden Klone sehen sich nie wieder. Scheinbar. Auch wenn Echo wieder lebt, bricht es uns in diesem Moment das Herz, wie Fives seinem Bruder für kurze Zeit nachtrauert, bis er in das Schlachtgeschehen zurückgerissen wird. Die Nummer 2. Leider wird uns in Clone Wars nur wenig zu den Republic Commandos gezeigt. Doch ein Soldat, der uns durch eine zugegebenermaßen extrem seltsame Folge nähergebracht wird, ist Captain Gregor. Als Angehöriger der Foxtrot-Gruppe wurde diese Einheit zu Beginn der Klonkriege eingesetzt. Ein schwerer Unfall ließ den Soldaten seine wahre Identität vergessen, bis er später durch das D-Squad wiederentdeckt wurde. Er war bereit, dem Tod entgegenzusehen und sich für Droiden, für die Republik, zu opfern. Sein Überleben in Star Wars Rebels ist bis heute nicht zu 100% geklärt. Ein Geheimnis, das vielleicht noch gelüftet wird. Nummer 1. Auch wenn das kein Klonmoment ist, ist es für mich persönlich einer der schlimmsten, wenn nicht sogar die schlimmste Szene überhaupt. Als Ahsoka Tano vom Jedi-Orden verraten wird.
Sie wird hintergangen. Hintergangen vom Hohen Rat der Jedi, ohne überhaupt angehört zu werden. Jegliche Chance wurde ihr genommen. Selbst Meister Yoda lässt seine Ideale hinter sich. Sie ist ein Symbol dafür, was im Jedi-Orden alles falsch läuft. Deswegen ist sie neben Obi-Wan Kenobi, der neben seinem Schüler alles verloren hat, einer der Charaktere, die mit am meisten gelitten hat. Star Wars Rebels und Mandalorian verstärkt das Ganze noch einmal. Wenn ihr erfahren wollt, wie schlimm die Ausbildung zum Republic-Kommando wirklich ist, klickt jetzt links. Rechts geht's zum ersten Teil der traurigsten Klonmomente.